Hallihallo und willkommen zurück bei Minecraft Life in the Woods mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tifa. Ja, ich schaue gerade auf das Hafengebäude oder auf die Anliegestelle, die Anduin da zaubert, bastelt. Schaut schon sehr cool aus. Naja. Mir gefällt's. Wirklich. So, ich habe mir da ein bisschen Auslieger gebastelt, um weiter da oben zu balancieren. Nicht zu hastig um die Kurve. Dann schauen wir mal, wie das aussehen könnte mit so einem Siegel. So, rundherum und da raus. Was denn? Schwindelfrei wie ich bin, funktioniert das super mit mir. Gott sei Dank ist das. Wenn wir auf der Ebene bleiben, bin ich jetzt da nur zwei Blöcke drunter. Ja. Okay, wie viel habe ich jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fehlt auf 11. 8. Komm schon, 8. 8. So. 9. Dann. 10. 11. Yes. Ziehen wir auch noch einen rein. Dann diesen da. Außen steiler, innen weniger. Steil. Das heißt. So, das wären jetzt praktisch die Aufleger für das nächste Stockwerk. Wir gehen einen Stock tiefer. Ein paar graue Blöckchen habe ich ja noch. So, da muss ich jetzt raus. Da ein Stück rausragen. So. Gut. Oder der gleiche zu Zinnober von vorne, oder wie? So, dann ziehen wir den da noch raus. So, ein Schmoren mit an. Das geht einfach nicht. Passt das? Ja, passt. Und dann das da. Das brauchen wir da noch. So, aber jetzt geht's gar nicht. Gut. Ah, wer der Knopf da im Weg ist. Die Erde da, die kommt sicher im späteren Verlauf noch weg. Ich spiele mich damit an dem Holzknopf. Ah ja. Der mich irritiert. Ach ja. Spielzeuge. Na bitte, geht ja doch.
Was ist da los? Runterkupft. Runterkupft. Gut. So, also wieder nur ein Block. Einen simplen, müden Block. Ja, ich komme zu dir und mache erst weiter, wenn ich genug Wolle habe. Das ist ja fad. Es dauert ein bisschen, bis du das zusammenkriegst. Ne? Das werde ich vielleicht zwischen den Aufnahmen machen. Sonst wird das nie was Anständiges. Yay, alle Schafe sind groß. Ne, du bleibst schön da. So, ihr werdet erstmal geschoren. So, sehr schön, sehr schön. Wenn es aber genug Schafe sind, geht es ja dahin mit der Wolle. Hört man nur im Hintergrund schnipp schnipp. Haare schneiden. Ja, kommt alle her, fressi fressi. Ja, da wird gemeckert. Da gibt's nichts zum Meckern. So. Ach, du hast niemanden, armes Schaf. Ah doch. Na schau. Gut, das Zeug weggepackt. Dann schaue ich mal zum Anduin. Oi, Bauinspektion. Ja. Genau, Bauinspektion. Weil ich nur gearbeitet habe. Ja, das muss man immer im Blickfeld behalten. Und nötige Maßnahmen ergreifen, wenn es ist. Ja, genau. Was wären das? Keine Ahnung, ich werde mir schon was einfallen lassen. Auspeitschen und Rädern. Vier Teile würde nichts bringen. Wie im guten alten Ägypten. Zwingblöcke für die Pyramide geschlichtet, auspeitschen. Genau. Und zur Schau stellen. Ja, ich habe Knöpfe im Inventar. Soll ich die anbringen? Knöpfe? Ja, kannst du anbringen. Da auf die. Auf den Enden, ja. Die Träger, gell? Ganze 7 Knöpfe. Hier. Ja, super. Die Länge ist schon mal fertig da. Ha? Dann wird die Länge da schon mal fertig. Ja. Der da war ein Bug. So. Ups. Genau, da gehört so. Schauen wir mal, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier. Wie groß machen wir denn das Gebäude? 6. Wie viel dein Knöpfchen? 1, 2. Wie viele werden wir denn noch brauchen? Naja, bis wir fertig sind, werden da noch viele Knöpfe drauf gehen. Okay. Aber momentan nur mal die Front da drüben. Also die Richtung den Stegen. Okay. Alles andere wird zu früh. 1, 2, 3. So, dann können wir da eigentlich hier. Die habe ich auch schon. Gut, habe ich schon gemacht. So, wo geht's da rein? Gut, da steht man noch gut, toll an. Soll ich da ein Stückchen was wegheben? Was wird dann da? Was, wo willst du was wegheben? Da innen, wenn man reinkommt. Erde oder was? Mhm. Ja, du kannst einmal 5 breit kannst du ausheben da. Von der Tür, achso, von der Mauer weg. Ja. Alles klar. So, ich schalte da mal kurz um. Ja. Wenn wir da Licht haben, dann sehen wir alle was.
Mikro ist auch schon wieder weggerutscht. 1, 2, 3 haben wir da. Dann wäre. So. Dann wird da der vierte. 1, 2, 3 und da wird der fünfte. Gott sei Dank habe ich so ein gut bestücktes Inventar. Dann wird es da so noch vorgehen. So. Wir machen unsere Erde, damit ich dann auch die Holzblöcke. Und was für einen Boden willst du unten rein? Kommt der Stein rein. Also dieser Steinziegel. Wie die Mauern auch. Yep. Ja. Das könnte ich ja dann auch machen. Kannst gerne, ja. Ja, die Stämme laufen auch dahin. Mhm. Mal schauen, wie es unseren Bäumen geht, die wir gepflanzt haben, weil da werden wir dann später welche brauchen. Ja. Wächst, wächst, wächst. Sie wachsen, okay. So. Eins, zwei, drei, vier. Und eines noch. Teilweise sind die Wände noch nicht mit Steinziegel gemacht, die 5 breit. Soll ich da einfach Steinziegel nachsetzen? Weißt du, wie ich meine? Ja. Warte mal, einen Moment, ich bin gerade rübergekommen. Ja, innen sollte sowieso, also, ja, innen, genau, ja, das gehört schon auf Steinziegeln okay. Getauscht. Ne? Ich habe nämlich eh jede Menge in der Mühle drüben. Ja, und wir haben drinnen auch noch. Okay. So, eins, zwei, oh, das ganze Kramzeug da. Eins, zwei, drei. So. Dann wird da wieder. Das, das ist dann hier ja. Die Mauer. Das wäre dann da. Und irgendwo stelle ich mal eine Kiste für den Müll auf. War es ja ein Mistkübel. Eine Misttruhe. Da geht nämlich dann nichts mehr rein. So, das wäre jetzt da einmal grob der Umriss von dem Gesandten. Ah, hast du den Umriss schon fertig? Naja. Also, angerissen. Mit Erde einmal angerissen. Wie du es machen willst. Also vom Hauptgebäude sollten wir sich noch überlegen, wo wir irgendwo Ecken oder so rausgehen lassen, damit das okay. Nicht so eine Schuhschachtel wirkt gut. Da steht. Gut, dann hole ich mir mal die Ziegelsteine für den Boden. Ich schaue nur. Ja, jetzt reicht es eigentlich, wenn ich halbe nehme, oder? Was, wo? Da unten am Boden. Halbe Blöcke. Reicht, ja. Spart man sich vom Material aus, oder? Mhm. Ja, reicht. Vor allem, wenn ich dem halben dann eh nichts bauen rein kann. Ist es wirklich nur 11?
E11 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Guck mal so kurz vor. Nicht schon wieder reden. Ach Gott, das gibt's nicht. Ich habe vorhin eine ganze Folge abgeschaltet. Ich weiß nicht, dass wenn man so auswählen lässt, dass dann ein paar Folgen mehr kommt. Ich glaube, das Stimme. Ist nicht wirklich. So, und da habe ich noch jede Menge. Jede Menge hinterm Haus. So, hier da raus. Das können wir auch mehr mit dem. Grünzeug raus, das rein. Das rein. Knopf lassen. Das ist eben so die Krimskramskiste. Ich glaube, wir werden dann einfach den Regen ausschalten, weil das macht keinen Spaß. Ja, dann muss ich wieder ein Befehl raussuchen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr auswendig, sonst hätte ich es schon. Ich finde es auch nicht aus. Trotzdem, das Gebäude wirkt mittlerweile, es ist schön. Du kannst das wesentlich besser wie ich. Aber. Gut, Ja. Jetzt brauchen wir den Schulissenstein. Wird eigentlich die Rückwand, wenn es 5 tief ist, dann auch mit dem Steinziegel? Ja. Yep. Nee, es wird dann, es wird mehr ausgenommen. Okay. Aber ich habe noch nicht ganz gewusst, wie das Gebäude, wie die könnte da mal runtergraben. Und dann kannst du mal bis zu dem, kannst du eigentlich alles ausnehmen. Jetzt würde, jetzt hätte ich nicht den ganzen mitgenommen. Ich bin so ein Esel. Ja, der Keller wieder praktisch das Hafenlager. Ah, okay. Und da läuft sie wieder. So, was nimmst du da schönes aus? Ich versuche da gerade die Hausgrenze. Dann kannst du alles innerhalb, kannst du rausnehmen. Ah ja. Ich habe da gerade
dann der Stelle, so, dann ist die Zügel. So, das kommt alles weg. Licht kommt etwas mehr in die Bude zurück. Gut, die Folge ist auch schon wieder um, viel zu schnell. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut ihr wieder ein und seht zu, wie es weitergeht mit dem Hafengebäude und vielleicht auch mit unserer Mühle. Ciao! Tschüss!